Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Guide für Dual Universe. Ja, diesmal geht es um das Mission-System. Ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit es schon mal angehauen, vor allem auch, wie ihr selber eine Mission erstellen könnt. Aber das Ganze spreche ich aus einem Thema nochmal an. Zum einen, das war, glaube ich, schon relativ lange her, dass ich einen Guide dafür gemacht hatte. Und viele von euch sagen, das Mission-System lohnt sich nicht. Und der Treibstoff ist es gar nicht wert, weil der Treibstoff ist teilweise teurer, als man hinterher als Missionsbelohnung bekommt. Ja, das ist nicht so ganz richtig. Also es stimmt zwar, es sollte ein bisschen überarbeitet werden, das Missionssystem, finde ich. Denn ja, es funktioniert nicht so gut und vor allem Spieler machen manchmal nicht gute Aufträge. Aber das liegt an den Spielern, da können die Entwickler wenig für. Wir schauen das Ganze erstmal an, aber da gehe ich mal ganz an den Anfang zurück. Ich mache mal hier mein Fensterchen wieder zu. Wie kommt ihr überhaupt ins Mission-System rein? Ja, ihr könnt einmal Tab drücken und dann könnt ihr links auf Missionen unten klicken. Ja, und hier steht auch schon dahinter F8, denn die Taste F8 wäre der Hotkey dafür. Dann geht das Fenster auf. Wahrscheinlich seid ihr ja nicht in dem Fenster, sondern in dem Fenster. Und dort seht ihr natürlich nicht viel. Das ist eure History sozusagen und eure Bewertung, was ihr schon so gemacht habt als Auftraggeber oder Auftragnehmer. Und ganz wichtig, wir wollen hier bei Transport auf die Lupe klicken. Und dann sehen wir einmal hier oben unsere ganzen Aphelia, also die ganzen KI-Missionen in klassisch und in spezial. Ich bleibe erstmal bei klassisch. Und hier unten sind Missionen von anderen Spielern aufgelistet. Wie da die Qualität ist, kann man nie so sagen. Hier zum Beispiel ist eins reingerutscht, das ist gerade ganz frisch, und zwar außerhalb der PvE-Zone. Und da wird 1 Million zum Beispiel gezahlt. Man muss aber einen Fund von 6 Millionen mitbringen. Das ist bei Spielermissionen ganz normal und das ist kein Wucher, denn der Fund ist natürlich immer die Versicherung sozusagen. Das heißt, der Wert der Ladung in der Regel oder im besten Fall. Ne, weil derjenige möchte ja entschädigt werden, wenn ihr das Paket verbummelt. Und deswegen ist es immer hoch. Man hat da so einen groben Richtwert sich gesetzt, was man bezahlt. Viele sagen, so 10% des Funds müsste man oder würde man als Belohnung bezahlen. Man muss natürlich immer ein bisschen kalkulieren, was für ein Aufwand es ist. Und derjenige hat es hier schon richtig gemacht, oder diejenige ist eigentlich eine kleine Ladung, kleine Tonnage außerhalb der Safe Zone, eine ordentliche Strecke. Ja, 1 Million würde man bekommen und ein Fund von 6 Millionen ist eigentlich fair. Wenn man das machen möchte, kann man dies tun. Dies könnte man im Warp sogar fliegen. Das heißt, da muss man gucken, ob es sich von den Warp-Zellenkosten hinterher rechnet. Ja, also es könnte vielleicht was sein, weil eine kleine Tonnage mit einem Warp-Shuttle, dass man eventuell da noch ein bisschen, ne, abzüglich der Treibstoffkosten sogar ein bisschen Gewinn hat. Und Warp ist safe außerhalb der Safe Zone, nicht Warp, wenn nicht safe. Aber das ist nun mal so das ganze Vorwort dafür, denn wir beschäftigen uns heute mit den KI-Missionen. Und die KI-Missionen sehen wir hier oben, das ist von Ephida, die können wir nicht im Warp fliegen. Also egal wie lang die Strecken sind, Warp ist hier nicht möglich. Und hier haben wir klassisch oder Spezialmissionen. Die Spezialmissionen, ne, die wechseln immer um, ja, 14 Uhr UTC, das wäre, glaube ich, deutscher Zeit, 15 Uhr. Also hier sieht man schon, in 7 Minuten würde das hier, ne, wechseln. Das heißt, ich glaube, ich kann die auch gar nicht mal abgeben, dann, wenn ich die nicht rechtzeitig wegfliege. Habe ich nicht getestet, weiß nicht genau. Sinngemäß wäre es, dass man natürlich erstmal wartet, bis man hier neue zieht. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr schon die Erfahrung gemacht habt, dass ihr auf einmal nicht mehr abgeben konntet. Ansonsten, das sind ja ziemlich lukrative Missionen und die ziehen sich sag ich, jeden Tag einmal neu und das ist auch auf jeden Charakter auch anders, also auf jeden Account sozusagen. Das ist so eine kleine Mechanik, dass man nicht unbedingt mit mehreren Charakteren das stacken kann. Ist zwar trotzdem möglich, weil es gibt halt nur ganz wenige Missionen eigentlich, also wenig verschiedene. Das heißt, da haben zum Beispiel beide Accounts die gleiche Mission, könnte man, wenn man genug Laderaum hat, mit beiden Charakteren das annehmen und das gleiche Schiff reinladen. Der andere Charakter lockt sich dann aus auf dem Schiff, das dann noch sozusagen gebordet ist und würde sozusagen mitfliegen im Offline-Status, während der andere Charakter von einem fliegt. Oder halt ein anderer Spieler, das geht natürlich auch. Vorausgesetzt, das Schiff fliegt dann eben noch, weil wie gesagt, den Laderaum muss man natürlich mitbringen und das Schiff muss die Masse bewegen können. Und somit kann man dann halt zusammenlegen, um dann mit einmal Aufwand halt mehrere Missionen abzuschließen. Ich sage das mal mit Vorsicht, weil nicht, dass Dovokbo das noch ein bisschen weiter abändert, dass dies nicht mehr geht, denn viele machen damit relativ viel Geld, die halt mehrere Accounts haben, aber es wurde eigentlich schon damit abgeschwächt, dass man halt nicht mal auf jeden Account die gleichen Missionen hat. Das bearbeiten wir heute aber nicht, weil wenn wir hier mal gucken, was ich gerade habe, da sehen wir schon an der Strecke hier zum Beispiel, 155 SE, das wäre die Entfernung von Elliot nach TARDIS, das heißt, ich kann schon ohne hier weiter die Übersicht reinzugehen, ihr könnt natürlich hier drauf drücken, dann steht ja, was ihr genau machen müsst, ne? So ein bisschen rollenspielmäßig, sage ich mal, so beschrieben.
ist immer eigentlich ein Paket irgendwo abholen an so einen gewissen Point of Interest. Und dann muss man es halt zum Markt bringen. Und dann kriegt man danach die Belohnung. Und das ist auch ziemlich gut aufgeteilt. Also hier werden es 125 Kiloliter, das heißt eine L-Behältergröße anbufft. Und ja, hat eine Masse von 437 Tonnen. Also was für Fortgeschrittene, aber kriegt man auch mit einem kleinen Schiff theoretisch hin. Ne? Das ist auf jeden Fall machbar. Und hier sehen wir auch schon, hier hätte ich gerade den Luxus, dass ich auch sogar eine Rückflugmission hätte. Das kann ich, wie gesagt, an der Strecke allein erkennen. Ne? Unsere Entfernung, die Entfernung vorne ist immer da, wie weit wir entfernt sind von einem Abholpunkt. Ich bin nur 18 Kilometer entfernt. Das liegt daran, dass ich gerade auf Markt 6 stehe. Und an der Arche sind, ich glaube, die meisten Missionen von Alphida starten da und die wollen dann halt verteilt werden. Deswegen bin ich schon nah dran. Das heißt, das könnte ich nehmen, könnte nach TARDIS fliegen, gibt das da ab, kriegt meine 950.000. Hier muss ich auch nur an Pfand 190.000 mitbringen. Das heißt, so viel muss ich auf jeden Fall als Guthaben haben. Krieg aber eben das als Belohnung. Und dann könnte ich das auf den Rückflug mitnehmen sozusagen und könnte das halt wieder annehmen und könnte wieder zurück. Und würde auch wieder, ich sag mal, fast 1 Million eben bekommen. Das passt ganz gut. Wer ein bisschen mehr Geld will, kann natürlich auch sowas nutzen hier. Das müsste man eben auch auf TARDIS annehmen. Man sieht es halt wieder in Entfernung. Da muss ich nicht ins Kleingedruckte gehen. Relativ kleine Ladung, 6 Millionen Belohnung. Das ist schon richtig geil. Ist aber außerhalb der Safe Zone, wie gesagt, ohne Warp. Das heißt, man muss halt gerecht fliegen können in der PvP-Zone. Das heißt, man sollte nicht im Tube fliegen, also nicht in der geraden Linie zwischen beiden Planeten. Denn da ist die Gefahr halt groß, dass Piraten, sag ich mal, also andere Spieler, einen abfangen. Das muss man halt auch können, aber da müssen wir uns mal ein andermal drüber unterhalten. Wir haben auch eine Flugzeit von, ja, ein bisschen länger, also von dem Startpunkt aus gesehen. Aber sind wahrscheinlich so 4-5 Stunden Flugzeit. Und das muss man fragen, ob man sich das antun möchte. Aber wie gesagt, wenn das Spiel vielleicht nebenbei läuft, ist das vielleicht eine schöne Sache, denn es gibt richtig viel Geld. Oder wenn man eh zu diesem Planeten hin müsste, dann kann man dies vorher mitnehmen. Also immer wenn ihr einen längeren Flug macht, schaut über die Missionen. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Platz im Laderaum und nehmt so eine Spezialmission mit. Dann kriegt ihr noch ein bisschen Taschengeld. So, das war jetzt aber ein langes, langes Vorwort zu diesem Mission-System. Und man kann ganz klar sagen, diese Sachen, Spezialmissionen, lohnen sich auf jeden Fall. Also, ich könnte mir nicht erzählen, dass ihr mehr Treibstoffkosten habt. Das geht eigentlich nicht. Ansonsten ist es ein ziemlich zu überdimensioniertes Schiff, wo die Mission, keine Ahnung, vielleicht zehnmal reinpasst. Dann solltet ihr darüber nachdenken, an das Schiff euch zu bauen, was ein bisschen ökonomischer ist. Wir beschäftigen uns heute aber mit einer sehr lukrativen Mission. Und ich hoffe, das wird auch noch eine Weile so bleiben, denn diese Missionen sind hier fix. Und was leider wirklich schade ist, dass sehr wenige Missionen was taugen. Wenn wir so ein bisschen rüberschauen, sehen wir hier 25.000er Belohnung für eine Strecke von 39 Kilometern, nur 15 Tonnen. Also das ist was für den Einsteiger, sage ich mal. Ist auch in 18 Kilometern nur entfernt. Wie gesagt, wir haben hier einen zentralen Punkt, wo die Pakete abgeholt werden. Ja, 25.000 ist nicht so wirklich viel, auch wenn es keine lange Flugzeit ist. Aber wenn wir hier die Belohnungen sehen, wir können auch hier oben nach Belohnung filtern. Und wir wollen auch die teuerste natürlich haben. Und die teuerste wäre 180.000 Quantas. Und wenn wir mal gucken, ja, auch wieder gleicher Abholpunkt in dem Fall. Wir fliegen eine Strecke von 1,13 SE. Ne? Ein SE oder ein SU auf Englisch sind 200 Kilometer. Das heißt, wir haben hier ja, gerade mal eine Strecke von ja, knapp über 200 Kilometer. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, weil auch die Masse und das Volumen ist ziemlich klein. Ne? 15 Tonnen und gerade mal 10 Kiloliter. Ja? Und die nächste Mission zum Beispiel wäre hier eine, wo man über 9 SE fliegen muss und wesentlich mehr Tonnage hat und kriegt nur 110.000. Also eigentlich müsste da Novakvork mal ran und das ein bisschen balancen, weil das ist eigentlich ein bisschen Quatsch. Also ich gebe euch teilweise recht, wenn ihr sagt, dass manche Missionen, die taugen nichts. Das ist richtig, aber diese eine Mission, die taugt was. Ja? Und die schauen wir uns auch mal an, denn die nehmen wir uns einfach mal an. Also die können wir uns mal hier durchlesen. Ne? Und zwar sollen hier Aileron Parts, also ich glaube, das waren ne, Querruder oder sowas, die sollen dann dahin gebracht werden zum Market 12. Das ist halt, glaube ich, einmal um Planeten sogar rum. Und ja, können wir einfach mal annehmen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich gehe mal auf Mission annehmen. Genau, und wir müssen natürlich einmal unseren Pfand bezahlen von 36.000. Den kriegen wir natürlich wieder. Mission accepted. So, und da haben wir auch schon die Mission. Das Ziel soll sich automatisch setzen, unser Target. Können wir aber auch nochmal hier als Ziel festlegen. Ja, können wir auch hier natürlich in die Zwischenablage kopieren. Denn da müssen wir das Paket einmal abholen. So, und da sehen wir auch schon, da haben wir einen Wegpunkt.
während einer lustige Sachen mit seinem Schiff macht. Und ich habe hier mein kleines Shuttle. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Denn das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Mission ja alleine fliegen wollt. Habt ein Shuttle, was weltraumfähig ist und was ein bisschen Power hat. Also das kleine Ding hier, das hat 2 M-Triebwerke und, ich kann es nochmal zeigen, Atmosphärentriebwerke M, ganz normale Standarddinger. Und hier sogar nur 4 S-Triebwerke, einfache Weltraumtriebwerke. So, ansonsten kann es ja leichte Tonnage fliegen, hat einen S-Behälter drin, das ist genau da auch ausreichend, weil in einen S-Behälter passt das rein. Ich dachte, er muss leicht gebufft sein. Wenn ich mich nicht vertue, ich weiß gar nicht, was Unbuff nochmal drin war. Also 1,4 Kiloliter passt da auf jeden Fall rein. Da schaut vorher nach, dass natürlich euer Laderaum groß genug ist, dass das Paket reinpasst. Und dann können wir da hinfliegen. Ich mache das Ganze mal. Ich habe das Ding... Ach komm, wir machen es mal richtig. Ich werde noch einmal hier auftanken, damit ihr mal seht, wie ergiebig das eigentlich sein kann. Die anderen Tanks sind voll, nur hier die... Die Atmo-Tanks, ja, wobei, ich habe, glaube ich, noch, das habe ich gar nicht mit, ein bisschen, ja genau, 2% fehlen von dem einen Tank, das liegt an meinen Vertical Boostern, natürlich den Weltraumtreibstoff ein bisschen rausziehen. So, dann steigen wir mal ein. Als Flugskript nehme ich gerade das Archhard immer noch, davon habe ich auch mal einen Guide gemacht, um wie ich jetzt vom Mark 6 hier am besten wegkomme. Und ich muss nämlich da hinten rüber, ohne zu crashen, das wäre ein bisschen peinlich. Oh, komm, ich versuche mal hier so hoch zu ziehen und hoffentlich. Ups, kollidiere ich nicht. Das ist sehr kleines, flinke Shuttle. Da ist eigentlich kein Problem mit drin. Ja, wie gesagt, das Archhard habe ich, denn es hat ein paar schöne Funktionen, damit komme ich gut klar. Nutzt aber einfach euren Flugkart eurer Wahl. Gar kein Hut zu haben, also einfach mit Vanilla zu fliegen, geht natürlich sicherlich auch, aber ich finde halt manche Komfortfunktionen ziemlich gut. Ne? Wer halt das Archhard nicht möchte, denn es wird momentan auch nicht mehr weiter supportet, denn derjenige, der es gemacht hat oder weiterentwickelt hat, der hat aufgehört, der macht es nicht mehr. Und das ist aber Open Source, das heißt, es kann sein, dass sich irgendein anderer findet, der dran geht. Ansonsten kann man sich mal das Albatros-Hut anschauen von Code Infused, der ist nämlich sehr aktiv noch dran. Und dann muss man gucken, ob die Funktionen einreichen, weil für uns ist halt relevant, Bremsweg, ja, das ist vor allem relevant oder am relevantesten, also ein paar Daten. Das kriegen wir aber auch mit ein paar anderen Huts hin. So, ich bin ja schon fast da. Ne? Wie gesagt, am Markt 6 war ich gerade, weil ich habe da Sachen an den Markt gebracht. Deswegen war das ein schöner Weg. Gerade mal auch für euch für diesen Guide. Ne? Und da seht ihr schon da, wo der lustige Strahl von der Arche runterkommt. Dahinter müssen wir hin. Man muss ein bisschen hier auf Flugverkehr achten. Ich kann auch mal meinen Radar anmachen. Und da seht ihr sehr viele Sachen. Erstmal mal gucken, dass ich mal eben die Gebietsfelder ausmache und die statischen Konstrukte ausmache. Schnell bin, dass ich nicht abstürze. Denn da sehen wir so ein bisschen, was da alles steht. Denn hier ist auch teilweise ein bisschen mehr Flugverkehr. Break engaged. Break disengaged. Und wir müssen nur in die Nähe fliegen. Ich glaube, 1 oder 2 Kilometer. Break disengaged. Das heißt, wir können eigentlich hier schon fliegen, das annehmen, aber ich lande einfach mal. Das mache ich auch einfach über ein Script, einfach ein Break Landing. So. Wichtig ist, dass wir jetzt mit unserem Behälter verlinkt sind, also dass die Kette an ist. Mit dem Behälter, ups. Ja, alles gut. Und ja, wenn ich hier nah genug dran bin, kann ich jetzt einfach wieder F8 drücken. Und kann meine Transportmission, die ich ja gerade habe, dann gehe ich mal auf Home. Hier unten ist sie, die Parts. Da kann ich einfach sagen, hier Paket abrufen, wenn ich drauf bin. So, und dann sagt auch die nette Stimme, dass wir das Paket bekommen haben. Schade, dass sie noch nicht auf Deutsch ist, denn die haben jetzt mittlerweile sehr vieles noch eingedeutscht und eigentlich kann die Text-to-Speech-Sache kann das auch. Jetzt haben wir unser Paket im Laderaum. Ne? Jetzt ist es on board und ja, wir können es jetzt einmal zum Ziel bringen. Das Ziel hat sich in der Regel auch automatisch jetzt eingeloggt. Da sehen wir 1,13 SU und... Ansonsten müssen wir eigentlich hier nichts mehr machen. Sollte das nicht passiert sein, können wir natürlich auch hier das Ziel uns selber nochmal da setzen. Und der Zielort natürlich, das ist Markt 12. So, und jetzt könnt ihr natürlich ganz geschmeidig mit dem Schiff nur in der Atmosphäre fliegen. Das dauert aber relativ lange. Und wir wollen jetzt aber mal mit dem Schiff da hin tuckern, sage ich mal. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich gucke mal auf die Uhr rechts unten, ne, 14.03 UTC. Nehmen wir einfach mal die Zeit. Und dann düsen wir einfach mal auf den direkten Weg dahin. Okay, ich verplemper gerade ein bisschen Zeit, weil ich mich einmal im Kreis drehe.
Da, 14.04 Uhr. Moment, so. Wir nehmen jetzt die 14.04 Uhr. So, und dann fliegen wir einfach los. Ohne mit was anderem zu kollidieren. Ich weiß nicht, ob ich durch den Strahl durchfliegen kann. Das habe ich noch nie probiert. Ah, das ist unser Kollisionskontroller, dieses Wup-Wup. Auch vom Archat-Skript. So, ich ist leider alles hier ein bisschen dunkel. Ich habe mal hier nochmal Radar gemacht. Man sieht, sehr viele Leute machen das hier. Ne? Also, wir haben ja relativ viel Flugverkehr. Also, ein Radar ist schon mal ganz interessant. Denn hier kommen viele Schiffe rein, die diese Mission annehmen. Vielleicht ihr auch nach diesem Video auch. So, ich fliege mal ein bisschen höher. Ich gehe mal auf 30er Steigungswinkel. Man kann das Schiff immer weiter optimieren. Es gibt auch übrigens, da müsste man, glaube ich, mal bei Dual Universe Creators gucken. Es gibt ein Schiff, nennt sich, glaube ich, einmal eine Biene und eine Hummel. Das sind zwei Schiffe, die wohl einen kompletten Autopiloten-Script drin haben, der genau diesen Weg, den wir jetzt fliegen, auch in sehr schneller Zeit selber macht. Ja, und ihr könnt dann einfach nur zugucken. Kann eine Idee sein oder kann eine Sache sein, die vielleicht für euch interessant ist, ne, wenn ihr noch nicht so gut fliegen könnt oder wenn ihr ein bisschen idle sein wollt. Aber ich will gerne mal für so einen Challenge-mäßig, ja, selber gut und schnell zu fliegen. Auch links oben den Orbit-Hut habe ich mal angelassen für euch. Und wir wollen jetzt einfach mal einen Orbit-Flug machen. Wir wollen nicht weit ins All, aber wir wollen ein bisschen höher kommen. Ich gucke ein bisschen auf meine Höhenmeter, dass wir halt außerhalb der Atmosphäre sind, um halt Speed drauf zu bekommen. Also ein bisschen gehe ich noch hoch. Und dann versuche ich vor allem Speed zu bekommen. Klar, wir verbrennen jetzt ein bisschen Kerosin, aber das Schiff ist so leicht. Also wir haben jetzt mit Zuladung eine Tonnage von 46 Tonnen. Und es ist genau dafür gedacht. Also es könnte auch interessant sein, diese Mission, wenn ihr selber euch ein Schiff bauen wollt, was genau dafür gemacht ist, wo ihr wirklich sagt, jo, ja, ein super kleines Schiff, womit man schnell düsen kann. Ich will nicht so hoch ins All. Ich will nur halt stabil in Umlaufbahn bleiben. Das heißt, ich beschleunige jetzt nach vorne hin. Also wir sind, ach, wir fallen wieder. Ich muss ein bisschen korrigieren. Wir sollen nämlich nicht einen Wiedereintritt bekommen. Also ich muss mal stark korrigieren. Das klappt, da rattert es nämlich schon. Deswegen drücke ich noch einmal komplett nach oben. Das ist ein bisschen unglücklich. Wir haben ja natürlich die Erdkrümmung oder die Planetkrümmung. Ist ja keine Erde. Eigentlich eine Elliot-Krümmung. So, dann ziehe ich mal jetzt mal kräftig hoch. Gut, ist ein bisschen unglücklich. Könnt ihr sicherlich besser machen. Und wir können dann aber teilweise mit 5000 Sachen nach vorne segeln. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung nach oben. Versuche ich mal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Also, ihr macht den ganz normalen Stratosphärenflug, sondern Stratosphärenflug, ne? Das glaube ich. Also einmal einen kleinen Orbit euch suchen. Ich versuche unter 10 Kilometer Höhe zu bleiben eigentlich, aber da werde ich es nicht ganz schaffen. Deswegen versuche ich mal noch stärker zu beschleunigen. Nach vorne hin. Ich strebe immer so um die 5000 km/h vielleicht an. Das sollte erreichen, weil ihr müsst natürlich bedenken, der Kerosin-Treibstoff. Guck mal, da haben wir schon mal eine Umlaufbahn jetzt. Jetzt drehe ich mal runter. Das sind jetzt 4000 km/h. Kann man auch um 5000 schaffen. Und ja, ich gehe auch ein bisschen hoch gerade. Das heißt, auch hier könnte ich ein bisschen korrigieren, indem ich wieder das Schiff ein bisschen runterdrücke. Das ist auch eine schöne Spielerei, gerade für den Anfang, wenn man noch nicht so oft Weltraumflüge gemacht hat und einfach mal den Sinn sucht, das ja so ein bisschen ausarten zu lassen. Denn das kann man hier sehr schön machen. Ich tue das Schiff mal so ein bisschen runter, dass wir unsere Umlaufbahn nicht so weit zu sagen rausgeht ins All. Nur nicht zu knapp werden lassen, dann müssen wir nämlich vorher langsamer werden. Und rechts unten sind meine Radarkontakte, auch wenn ich Radar gerade nicht aktiv anhabe. Sollte eigentlich so reichen. Wir haben eine Geschwindigkeit von 4400 km/h. Wie gesagt, ihr könnt komplett auch in der Atmosphäre fliegen, wenn ihr wollt. Denn der Atmosphärentreibstoff ist natürlich auch nicht so teuer. Den aufzufüllen macht nicht so große Probleme. Ich achte jetzt vor allem drauf, hier oben auf die Break Distance von 30 Kilometer. Das muss man so ein bisschen, ne, überlegen, dass man nicht über das Ziel hinausfliegt. Dann wird auch mal Radar anzeigen lassen. Gucken, ob wir jemanden auf der Route finden. Gerade. Aber ich glaube gerade nicht. Ich habe jetzt mal V gedrückt, dass wir theoretisch zumindest die Flugkörper sehen und die Raumschiffe. Ihr seht schon, der Kurs ist so ein bisschen, geht ein bisschen. Bisschen weiter weg. 30 Kilometer Break Distance. Und wir müssen natürlich noch runter. Und wir kommen gerade auch gut runter. Das heißt, ich werde mal ein bisschen abbremsen. Sicherheitshalber. Und da habe ich nämlich die Elliot-Atmosphärenwarnung. Das ist jetzt auch was vom Archat sozusagen.
Ja, und dann gehe ich noch ein bisschen runter, damit ich nicht verglühe. Wie gesagt, das Ganze kann man so ein bisschen versuchen zu verbessern. Wenn man es jetzt ein paar Mal macht, das ist jetzt der Vorführeffekt. Ich habe es auch schon ein bisschen interessanter geschafft. Und jetzt müssen wir mal gut auf die Bremse drücken, nicht, dass ich verglühe. Aber das Schiff ist halt so eigentlich gebaut. Man kann noch mehr Bremsen reinmachen, dass wir eigentlich keine großen Probleme damit bekommen sollen, mit dem Wiedereintritt. Ja, und da könnt ihr auch ein bisschen rumtüfteln. Letztes Mal zum Beispiel, oder als ich das erste Mal im Stream gemacht habe, die ganze Aktion, da sind wir ein bisschen über das Ziel rausgeschossen und musste ich halt ja noch einmal gut auf die Bremse treten und dann eine kleine Kehrtwende fliegen. Und jetzt sind wir schon in der Atmosphäre. Ich würde jetzt hier nochmal auf, okay, das war eigentlich ein bisschen unnötig, ja doch passt. Dann nochmal auf den hohen Atmosphärenflug gehen vom Scriptternis und einmal Alt gedrückt halten und zweimal die 6 drücken. Dann geht er nämlich auf, ja, so 11% Atmosphäre. Das ist halt sehr effizient von dem Treibstoffverbrauch der Triebwerke. Und ja, jetzt fliege ich noch den kleinen Rest zu Ende. Wenn wir auf die Uhr gucken, 14.10 Uhr, also 6 Minuten sind schon um. Das kann man aber, wie gesagt, besser machen, also das gut zu timen, ist eine feine Sache. Und da könnt ihr euch selber nur so eine Challenge setzen, so ein bisschen, wie schnell ihr hinkommt. Und ihr seht, wir haben, glaube ich, auf unserer Route ein bisschen Flugverkehr. Deswegen habe ich das Radar mal angemacht, also eingeblendet. Ich kann auf 10 Kilometer kann ich das Atmosphärenradar erkennen oder ein bisschen darüber sogar. Ich glaube, ich habe ein paar Talentpunkte reingesetzt. Und ihr seht schon, diese Route ist anscheinend relativ begehrt. Und die Leute machen das eben auch, ne? Oben haben wir eine Nomad am Fliegen, denke ich mal. Da haben wir Death Trap. So, ist zumindest das Schiff, was auch immer das für ein Schiff ist. Denke ich mal, Custom-Schiff. Und die fliegen auch lang. Oder hängen noch in der Luft, das kann natürlich auch sein. Ich denke natürlich, das Radar aktualisiert sich nicht so schnell. Und hat immer so einen kleinen Delay. Aber es ist schon mal ganz cool zu erkennen, wie viel gerade noch unterwegs ist. Ja, Objekte habe ich, also Konstrukte habe ich ausgeblendet. Also Bodenkonstrukte, statische Konstrukte. Sonst werden wir natürlich noch viel mehr hier sehen. Ja, da unten sind dann auch relativ viele Basen. Weil, wie gesagt, hier kommt jetzt gleich der Markt 12. Ich mache meinen Autopiloten aus. Ja, deswegen sehen wir da relativ viele. Ich glaube, die sind sogar einfach nur in der Senkrechtlandung, die da drüber stehen. Ich mache mal das Radar wieder aus, weil, wie gesagt, da sind sehr viele Radarkontakte. Denn hier bei Mark 12 stehen auch ein paar Basen, die man sich auch gerne mal da anschauen kann. Ja, zum Beispiel. Upsala. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Werden wir gleich mal sehen. Die Lieferabgabepunkt ist Mark 12, also ihr könnt beim Markt selbst landen. Oder ihr landet davor. Ihr müsst, glaube ich, 2 Kilometer ran. Also theoretisch kann ich es, glaube ich, jetzt schon droppen, wenn ich möchte. Aber ich möchte da einmal landen. Am Markt. So. Wie das schon erkennen, wie das schon mal hieß. Ja, gucken wir gleich mal hin. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich, ich hab's nicht so mit Namen. Nanu. Na gut, das war jetzt nicht so ansehnlich, aber ich stehe noch drauf. Das Landegear hat ein bisschen gebraucht, ich war ein bisschen tief. Aber das reicht schon, einmal wieder F8 drücken und auch da wieder unten auf diese Mission gehen, ne, wenn ihr hier das Häuschen angeklickt habt und dann könnt ihr Paket liefern. So, und da habt ihr auch schon eure 180.000 Quantas bekommen. Also sind ein bisschen mehr Minuten umgegangen, aber ja, es war doch ein schöner Flug. Also es hat eigentlich Spaß gemacht. Einzige Handicap ist natürlich jetzt hier, ja, ihr habt nichts zum Zurückfliegen. Ne? Wenn wir nämlich jetzt nochmal aufs Mission-System eingehen, nochmal gucken und mal schauen, was ist denn jetzt in der Nähe. Das ist nämlich die Entfernung. Und die kürzeste Entfernung ist 1,13 SE, weil es gibt halt anscheinend nur diesen einen Punkt an der Arche, wo wir die Pakete abholen. Und dann müssen wir wieder zurück ein neues Paket holen. Also wir können ja nichts mitnehmen. Es sei denn, Spieler hätten jetzt hier was irgendwie bekannt gegeben. Oder vom Mark 12. Ich muss mir überlegen, ob ich mir was einfallen lassen kann. Ob ich irgendwelche Handelsflüge vielleicht von Mark 12 raushauen kann. Vielleicht sogar Gewinne machen kann. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist jetzt auch ein Dank für euch, weil ich mit euch geteilt habe. Aber auf jeden Fall hätte man dann hier, denke ich mal, immer ein paar Leute, die sonst hier was mitnehmen könnten am Mark 12. Ja, und an sich war es das schon.
Ne, jetzt müsst ihr nochmal zurückfliegen in der gleichen Zeit oder schneller, also einmal einen Leerflug machen, das ist natürlich immer blöd. Aber da kann man halt so ein bisschen Geld machen. Wenn man natürlich überlegt, die Challenge, die ihr machen könnt jeden Tag, wenn sie mal nicht verbuggt ist, nur abgeschaltet ist, die bringt euch, glaube ich, 300.000, zumindest die Atmosphären-Challenge. Die schaffen ja manche, glaube ich, auch in 8 Minuten. Kann man aber nur einmal sich bezahlen lassen. Und naja, ne, also deswegen ist es halt so ein bisschen fraglich, aber das ist Geld halt, was man immer sich wieder generiert. Und die Alternative wären halt natürlich die anderen Missionen, die ich schon eben zeigte. Wir können mal drauf kurz einmal reinschauen. Also die Spezialmissionen müssten nämlich jetzt neue sein, wir haben nämlich nach 15 Uhr, genau, ne? Hier habe ich nur noch zwei in der Safe Zone, drei in der PvP-Zone. Und hier sehen wir zum Beispiel, haben wir auch eine Quest mit 8,1 Millionen. Müssen wir aber 400 Kiloliter transportieren können, 1,8 Tonnen, also ist eher was für ein größeres Schiff, ein M-Schiff, denke ich mal, mittlere Größe mit richtig vielen Antrieben, die halt sowas bewegen können. Und da müssen wir was abholen, glaube ich, ne? Genau, etwas irgendwie in der PvP-Zone abholen. Das wird schon allein wieder schwierig, weil da muss man erstmal hinkommen und eine Strecke von 560 SU fliegen. Dann würde man aber 8 Millionen bekommen. Dieses Geld wird einfach generiert, ne, aus dem Spiel. Das heißt, das ist momentan eins der wenigen Sachen. Also das eine ist unsere Einlog-Belohnung. Das Geld kommt aus dem Spiel, aus dem Nichts rein. Bot-Orders gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Das kommt ja keiner mehr hinterher. Das nächste wären halt die beiden Challenges, die noch kommen, wo noch Geld reinkommt. Ja, und das mit dem Mission-System, das ist eine weitere Quelle, um Geld in die Spielwelt zu bringen. Aber hier sehen wir zum Beispiel hier Screws Shipment, also Schrauben, die wir da irgendwie verfliegen müssen. Das ist sehr interessant, ne? Weil das ist eben auch wieder leider eine Mission, wo wir die wir auf TARDIS annehmen müssten. Das heißt, ich müsste einmal relativ leer nach TARDIS fliegen und ein Schiff haben, was auch 1800 Tonnen heben kann. Und ein Volumen von 400 Kilolitern hat. Aber dann würden wir 1,8 Millionen bekommen. Das ist komplett in der Safe Zone. Gut, wir haben eine Flugzeit von über eine Stunde, denke ich mal, zwischen den Planeten. Die Strecke ist 1,2 SE, das heißt, es wäre eine Strecke von TARDIS nach MEDIS. Das kann man daraus dann, wie gesagt, ablesen. Und damit kann man auf jeden Fall Profit machen, ja. Man ist natürlich ein bisschen unterwegs, aber es kann sich lohnen, wenn man Spaß an sowas hat. So, und ansonsten hier noch ganz schnell, mir ist ja der Name eben entfallen. Das ist natürlich der Outer Rim. Exploration, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir machen jetzt im Video jetzt keine Vorschau noch dafür. Die haben auch schon coole Sachen gebaut. Irgendwas geile Schiffe zu kaufen und ist alles noch im Aufbau. Aber sehr schöne Architektur. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr mal die Mission geflogen habt. Und Hextech, ja, ist glaube ich auch noch im Aufbau. Wäre das andere, was direkt hier am Markt steht. Können wir gerade bei Tag sehen. Und ansonsten lief vielleicht auch der Markt 12 noch zum Einkaufen ein. Denn wie gesagt, der ist einmal um Planeten rum, auf der anderen Seite von den ganzen Archenkram und so weiter. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Guide. Ich fliege jetzt nochmal zurück zu mir oder guck mal oder gehe noch ein bisschen shoppen, mal schauen. Und ihr könnt mir gerne schreiben in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich finde, es ist ganz interessant. Ich würde mir aber wünschen, dass man hier noch einen Rückflug machen könnte. Und das wäre ideal. Nochmal, ne, mit Ladung wieder zurückfliegen, wieder ein bisschen Geld machen. Oder halt weiter verteilen, immer so ein bisschen randommäßig. Das wäre geil. Also wäre toll, ne, wenn Nova kommt, dass man ein bisschen verfeinern könnte. Das Problem ist aber, glaube ich, ne, dass man natürlich dann viel zu viel Geld ins Spiel generiert. Und das passt dann natürlich auch wieder nicht mit dem Markt und Inflation und alles Mögliche. Ja, so ein Spielermarkt oder so eine Wirtschaft ist nicht einfach zu managen, sagen wir mal so. Aber in dem Sinne verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.